Der Blob Endamoeba histolytica ist es nicht. Es ist keine Amöbe. Es ist auch kein Sprosspilz und kein Protozoon oder Bakterium, sondern ein Schleimpilz, den man jetzt erforscht hat und ihm den Namen dieses witzigen Horror-Thrillers aus den 60er Jahren gegeben hat, der die Erde als schleimige Blob-Substanz bedroht und überzieht. Dieses Lebewesen als Referenz Untersuchungsobjekt für das Entstehen des Lebens bzw. die Entstehung der Bewegung. Pilze, Bakterien bewegen sich nicht, sprossen nur im Myzel aus oder vermehren sich. Der Schleimpilz hat wie die Amöbe zum ersten Mal die Bewegung erlernt. Wie macht er das? Er hat ein Venennetz. Also er besteht zunächst aus einer einzigen Zelle, die sich fortbewegen kann, und aus diversen Zellkernen, wenn man ihn durchschneidet, entsteht ein identischer Klon, der dann wieder zusammenfließt, wenn der andere Teil in der Nähe geblieben ist. Er hat ein Venennetz, durch das das Protoplasma fließt, und um dieses herum sind pulsierende Organellen, die wie Zilien funktionieren mit Aktin und dem ATP-Zyklus, sodass pulsatorisch 3 Schritte voran, 2 Schritte zurück sich dieses Geflecht ausdehnt in alle Richtungen, Tasten suchend wie Ameisenschwärme, um Nahrung zu finden, die es erriechen kann, offenbar. Der primitive Mechanismus hat kein Gehirn, aber er hat Lernvermögen und Erinnerungsvermögen, offenbar. Jedenfalls die den diesen Funktionen korrelierenden Verhaltensweisen. Er lernt zum Beispiel, und dieses Wissen ist sogar durch Plasmidifizierung auf noch nicht diesen Vorgang erlernt habende Klone übertragbar, wenn er auf einer Salzbahn, einer Salzsäule, das Futter auf der anderen Seite finden soll, so benötigt er 10-mal so lange, um dorthin zu kommen, wie für den gleichen Vorgang ohne diese chromatographische Salzsäule. Aber er lernt immer schneller und nach 6-7 Durchgängen erreicht er die Nahrung genauso schnell wie im Referenzausgang ohne Salz bestreuter Glatteisbahn. Er liebt Salz nicht, genauso wenig wie das Licht. Er vermag eine perfekte Ernährungszusammenstellung aus der richtigen Menge an Proteinen und der richtigen Menge an Zuckern. Er lernt, und das ist der entscheidendste Faktor, durch negative Rückkopplung während seiner Erforschungen sondert er am bereits durchforschten Terrain Schleim ab und geht später niemals mehr diesen Weg, der ihm anzeigt, dass da nichts zu finden war. So findet er systematisch durch Labyrinthe, nach mehreren Versuchen wird dieser
kürzeste Weg zwischen zwei Punkten gespeichert und kann nachvollzogen werden. Das weiß ich jetzt wieder nicht, ob das ein Lerneffekt ist, kann ich nicht sagen, aber der Lerneffekt mit dem Salz ließ sich übertragen. Ein witziger Versuch eines japanischen Professors war, dass er Haferflocken auf einer Landkarte um Tokio verteilte mit den größten Städten und dem gelobten systematischen Bahnnetz Tokios und dann den Schleimpilz inmitten Tokios ansiedelte. Und dieser entwickelte so dann in kürzester Zeit das perfekte, logische und effizienteste Schienennetz durch sein Venenrhizom zu den Haferflockenstädten in der Nähe. Also eine Intelligenz, die wie bei der Schwarmbildung durch Rückkopplungsmechanismen sowohl Lerneffekte als auch Futterintelligenz suchen, Effizienz zu bewahrheiten weiß. Er ist auch einer der ältesten Organismen, lebt in Wäldern, ernährt sich von Pilzen und Bakterien im Schatten und in der Feuchte und ist wohl über 1 Milliarde Jahre auf der Welt. Er ist nur eines von vielen Organismen an Schleimpilzen, die man untersucht. Zum Beispiel werden auch merkwürdige Meeresmikroungeheuer untersucht, die man in der Mitte durchschneiden kann, und wenn ihr elektrisches Reorganisationsfeld nicht gestört wird durch äußere Stromkreise, bilden sie dann den fehlenden Teil, entweder den Hinterleib oder den Kopf, vollständig nach. Ein Musiker macht aus diesen Fähigkeiten aberwitzige Versuche und übersetzt deren elektrische Aktivitäten in Sinfonien. Dieser Blob, dieser Organismus ist für unsere Vorstellungen von der Notwendigkeit dessen, warum das masochistische Programm Lust aus Schmerz oder Lust aus Verwundung zu ziehen in diesem universalen Programm, dass die Botschaftscodes sich nur in diesen weichfleischlichen Körpern, hier der Typusmodell einer der weichfleischlichsten Organismen überhaupt, ohne jegliche Körpereingrenzung, völlig elastische Amyboid-Membranen, die sich in alle Richtungen ausdehnen und wieder zusammenziehen können, wie ein Nervennetz aus Venen, wie ein Rhizom aus Venen. Das ist der Modellmechanismus, den wir nun auf unsere Phantasmagorien der Notwendigkeit, dass das Leben, der Code, die Botschaft sich nur erhalten konnte in weichfleischlichem, in anorganischem, in diesen Sphärenmolekülen, die sich erhalten können als elektrochemisches Feld, solange der Strom nicht abgestellt wird, das Spannungspotenzial trotz Exo- und Endozytose im Innenraum gegenüber dem Außenraum aufrechterhalten wird oder bleibt. Warum also nur das möglich war, Erinnerungscode-Fortsetzung zu bewahren in solchen Sphärenkugeln, wobei sich nun zeigt, dass das praktisch ein
Automaton zu sein scheint, wenn man das Ganze zurückführt, wie das bei den Schleimpilzen entsteht, durch Zufall und Notwendigkeit, einfach wie bei der Schwarmbildung, beliebig zufällig auszuschwärmen, dann wie bei den Nervenzellen, die keine Bahnungen und keine Verstärkung erfahren, diese wieder einzusammeln und am Ende den erfolgreichsten Weg, auf dem sich die perfekte Nahrung gefunden hat, zu verstärken und diese Wege durch Schleimspuren, durch negativierende Schleimspuren zu markieren. So wächst und gedeiht und spezifiziert sich jedes biologische System mit synaptischen Interferenzen offenbar und ist sozusagen ein ganz simples System, das auf wenige Faktoren zurückzuführen ist, aber eben nur unter elastischer Ausdehnungs- und Fortbewegungsweichfleischlichkeit funktioniert. Und es ist eben auch an die Notwendigkeit des Zielenapparates, der Aktin, des Sauerstoffwechsels oder anderer Stoffwechsel, die Energie bereitstellen, gekoppelt, damit Bewegung ins Werk gesetzt werden kann. Die zweite Stufe der Extrapolation betrifft dann, warum dieser Masochismus, diese Lust, Belohnungsgewinnung, bei Finden der richtigen Nahrung, bei Finden des richtigen Futters, bei Finden der richtigen Heilsubstanz nach den Ausdehnungen, Aufreißungen, Wiedereinverleibungen, nicht nur in den späteren Phasen von höheren Lebewesen während der Innenausbrütung des Eis, sondern eben auch beim Sprechwesen bis zu 20 Jahre lang danach aufrechterhalten muss, damit das Wenige, auf das man sich fixiert hatte und nicht mehr auf die große Zahl zu zählen und die reine Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich hochgepäppelt würde und nicht nur aus dem Ei gepellt. Daraus schließen wir auch das, was wir gerade gesagt haben, dass das Ziel nie das Zweite ist, sondern immer der Durchgang aufs Dritte und damit das Protum Pseudos, der Verrat per se schon angelegt ist, wenn Leben leben will und sich fortbewegen und erfolgreich zu reduplizieren, sich zu proliferieren und so weiter.